Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Let's play World of Tanks ist das Spiel. M46 Patton ist der Panzer und enorm ist der Spieler. Und ja, mir wäre fast der Faden abhandengekommen, aber gerade Gott sei Dank nochmal wiedergefunden. Ja, El Haluf wird bespielt und er hat hier natürlich Glück, dass er mit seinem Tier 9 mittleren Panzer da Top-Tier ist. Also es gibt noch zwei andere Tier 9er, aber ansonsten ein reines Achtergefecht. Und was ich ganz schön und mal spannend finde, diesen Panzer sieht man ja dann doch eher, beziehungsweise man sieht hier sehr gerne Replays von schweren Panzer, aber mit einem mittleren Panzer sieht man die Karte dann doch eher seltener. Wie er sich da jetzt gibt und wie er da jetzt spielt, wird sehr interessant sein. Aber bis jetzt noch keine großartigen Veränderungen. Er fährt auf den typischen Heavy Spot. Mal gucken, ob er da weiter entlang fährt oder genau links rüber und dann praktisch die Neigung nutzt, um dann da zu schießen. Genauso macht das auch. Schließt sich hier dem WZ-132 an. Und wird dann eben dementsprechend hier mit seiner Neigung der Kanone arbeiten. Man sieht, die ist ganz okay. Da gibt es nichts. Und aufgrund der Rüttelbewegung hat er hier den WZ nur verfehlt. Der WZ-132 fährt jetzt gleich ein Stück weiter vor. Und da kommt noch der 111er, der jetzt auf den WZ geht. Er kettet ihn, macht aber dann Schaden. Und jetzt muss der Kleine da um sein Leben fürchten, aber er hilft ihm hier sofort. Dementsprechend wird es hier dem WZ nicht leicht gemacht. Jetzt kriegt er noch einen Hit vom 1390. Der hält hier auch weiter rein. Da muss er aufpassen. Jetzt auch noch der T32 von vorne. Aber er hilft hier dem 132 dementsprechend aus. Sehr schön gemacht. Aber hier vorne Jagdtiger T32. Alles da. Und kommt hier nochmal mit einem blauen Auge davon. Und jetzt geht er auf den T32, weil das ist jetzt erstmal sein großes Problem. Den Jagdtiger kann er gar nicht großartig unter Druck setzen. Da muss der WZ neben ihn fahren, so wie er das jetzt schön macht. Und nimm jetzt raus. Sehr schöne Action vom WZ-132 in Kooperation mit dem M46 Patton. Sehr, sehr nice. Läuft super. Und jetzt dem T32 auch gleich nochmal eine Schelle geben. Sehr schön. 2500 Schaden, ein sehr schönes, schnelles Spiel. Und auch er wird jetzt hier von dem WZ niedergestreckt. Das Team pusht hier gut auf das Gegnerteam. Und da der Tiger. Ah, leider ein bisschen zu spät, aber jetzt gibt es da noch ein WZ oder ein VK. Für alle was dabei. Ah, auch der ist schon weg. 6 zu 1 steht's. Also jetzt machen sie hier. Jetzt geht's aber wirklich rund. Auto-M auf den Gegner drauf. Und auch der konnte sich nicht mal mehr wehren. 7 zu 1. Chariot hier schießt jetzt von vorne. Steht aber so offen, dass er jetzt hier dementsprechend von allem beschießbar ist. Zack, drauf auf ihn. Und ja, auch da wird er jetzt aus dem Spiel genommen. 3700 Schaden schon auf der Uhr. Und jetzt ist da nochmal die Arti offen. Und die nimmt er aber selber raus, sehr gut. Aber da noch ein Jagdpanther, ein CDC und Type, alles noch da. Gerade der Type auch noch voll. Also ein bisschen Gegenwerk wird es hier auf jeden Fall noch geben am Sieg. Meines Erachtens, der ist schon unstrittig. 4000 Schaden schon gemacht, sehr fleißig. So, und jetzt hier schön drauf auf ihn. Und jetzt vielleicht auf den Jagdpanther, weil er auf den Type kommt er nicht mehr so gut drauf. Ja, der Jagdpanther ist hier ganz, ganz eng hinterm Haus. Aber jetzt kann er dann doch wieder auf den Type gehen. Ja. Er zieht sich auch natürlich wieder zurück, dass er nicht großartig hier im Feuer steht, weil Simons Struktur ist auch nicht mehr so viel in Anbracht dessen, was da hinten noch steht. Und ja, wechselt er jetzt auf den Panther. Prallt allerdings ab.
Auch da jetzt steht der Panther, steht natürlich schlecht für ihn, muss man sagen. Aber jetzt vielleicht. Ja, da kann er gut abstauben. Der sei ihm auch mehr als gegönnt. Und jetzt ist nur noch der CDC am Leben. Schönes, schnelles Spiel. So gefällt mir das sehr gut. Schießt da zwar leider über den CDC drüber, aber knapp 5000 Schaden mit einem mittleren Panzer und dann auch so gut gespielt, so teamdienlich unterwegs gewesen, hat mir äußerst gut gefallen. Jetzt will nur noch der CDC aus dem Spiel genommen werden und dann war's das auch. Nur aufpassen, dass nicht jetzt die eigene Arti ihn noch hittet, wenn er zu nah rankommt. Jetzt schießt er hier mit HE, dementsprechend auch der niedrige Schaden. Dann nochmal eine HE-Granate und auch da wieder der niedrige Schaden. Aber jetzt nimmt er den Rammen raus. Sehr schön. Hat mir, wirklich gesagt, wirklich gut gefallen. Am Schluss hätte er, wenn er HE schießt, vielleicht so schießen sollen, dass er den vollen Schaden anbringen kann. Aber nichtsdestotrotz hat er super gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die Runde, und zeigt, dass die mittleren Panzer der Amerikaner durchaus ihre Qualitäten haben. Ich hoffe, von dem her, lasst mir doch einen Daumen da, wenn euch auch das Spiel so gut gefallen hat wie mir. Ansonsten bis zum nächsten Video. Alles Gute, euer Alcaramba.